Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Twilight Princess in der HD-Version. Und wir machen jetzt erstmal diese wunderschöne Schatztruhe auf. Yeah! Du erhältst Eisenstiefel. Mit diesen Stiefeln wirst du so schwer, dass selbst ein Gerone dich nicht umhaut. Lege sie auf Y, X oder R und zieh sie an. Kannst du sogar unter Wasser laufen. Wie du siehst, sind diese Stiefel aus solidem Eisen gefertigt. Wenn du sie trägst, wird dich auch ein Gerone nicht so leicht umhauen können. Zieh sie unbedingt an, bevor du mit einem Gerone kämpfst. Erzähl aber keinem davon. Vor allem Leonard darf unter keinen Umständen etwas davon erfahren, klar? Oh, können wir denen das verpetzen? Ich glaube, das müssen wir denen bei Gelegenheit mal stecken. So geht das ja nicht, dass sich die Leute hier gegenseitig anlügen. So, Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. So. Kam mir nicht sonst eine Ziege? Habe ich mir vorhin. War wohl nur in der Wii-Version und in der GameCube-Version so. Ich meine, da kam nur noch so eine Ziege, die ausgelaufen ist. Die abgehauen ist und man die dann da so umringen musste. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Oder mein Gedächtnis spielt mir mal wieder einen Streich. Das kann natürlich auch sein. Das tut es öfter. Oh, ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist, hier zu sprinten. Naja, haben wir ganz gut hingekriegt. So, irgendwie kriege ich gerade Druck auf den Ohren. Keine Ahnung warum. Druck. Verdrück dich. Bist hier unerwünscht. Ja, ich dachte, das klappt vielleicht so wie mit dem Niesen. Ah, danke. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ich bin kein Ohrenarzt. Ah, da wären wir. Hi. Entschuldigung. Wow, was war das mit der Kamera? Jetzt war es nicht. Da ist die Kamera vielleicht gerade nicht hinterhergekommen. Ja, ich glaube, da kam die Kamera gerade nicht hinterher. Hat mich ein bisschen irritiert. Hi. Oh, Entschuldigung. Nun, wenn der jemand auf dem Pferd eingaloppiert kommt, würde ich ja nicht gerade entgegenrennen. Und da würde ich eher weghechten. Aber ich finde es echt schön, dass jetzt die Ladesequenzen hier in der Ebene weg sind. Das macht die wirklich einen Tacken größer. Trotzdem fühlt sich das immer noch recht eingeengt an. Aber es ist ein Fortschritt. Seht ihr? Der hat es richtig gemacht. Der ist aus dem Weg gegangen. Mehr, das hat den ja jetzt aber auch nicht gerettet. Hussei! Und da springen sie trotzdem noch ziemlich komisch aus, finde ich. Irgendwie so statisch.
Ihr Schweine! Hinterher! Ist es nicht mal ein Schimpfwort? Die reiten auf Schwein! Wussa! Na klasse, die muss gerade noch gefehlt. Hinterher! Mihihi. Haha! Mit der Wirbelattacke geht das wesentlich einfacher. Jungs, jetzt lasst mal gut sein, ja? Du bist der Nächste auf meiner Liste. So, wo waren wir stehen geblieben? Waren wir bei euch stehen geblieben? Auch gut. Oh, haben wir die sogar noch erwischt. Oh, das waren sehr schlechte Reflexe. Warte, du Sau! Oh, voll daneben. Oh. Lässt du das? Hi. Eine Armlänge Abstand, bitte. Oh. Was habe ich zu der Armlänge gesagt? Was habe ich euch gesagt? Eine Armlänge Abstand, ihr Volldeppen. So, jetzt, wo ich mich um euch gekümmert habe, geh weg, du doofe Sau. Da bodyblockt ihr mich auch noch voll. So, jetzt mal im Highspeed hinterher. Wussa! Oh, ich muss wieder aufladen. Wow. Ich krieg dich. Alter, das Schweine Zahn drauf. Seid ihr ja schon wieder da? Vielleicht. Oh, nur stark. Na, Alter. Bringt mich nicht vom Weg ab. Schmeißt mich nicht vom Pferd, ja? Wo ist der Boss denn? Hallo, ich suche euren Boss. Hallo? Hat er sich verdünnisiert? Wow, das war knapp. Miau, einmal kurz im Kreis reiten. Miau. Wo ist der? Hat er sich wieder verdünnisiert? So. Stipp, du Sau. Stipp! Oh, ich sollte vielleicht nicht stehen bleiben. Das ist vielleicht keine gute Idee. Alter, wo ist die Sau? Hier ist er nicht. Lasst mich in Ruhe. Ist er? Ich finde ihn nicht. Ich glaube, er ist weg. Na, dann müssen wir uns mit diesen jungen Spuren hier zufrieden geben. Und tschüss! Ja, die Sau wird mit Sicherheit nachspawnen. Ich glaube, der ist wirklich weg. Was? Da wartet der die ganze Zeit auf mich. Ja, sag doch was! Sag doch was, Junge! Weiß doch, ich bin blind. Wow. Das weißt du doch genau, dass ich blind bin.
Wow. Da wartet er wieder. Das ist aber nett von ihm. Alter. Also ich weiß ja, dass du eine Challenge haben willst, aber ich werde hier die ganze Zeit von deinen Mitarbeitern gebodyblockt. Wie schön, der Regen hat mittlerweile schon wieder aufgehört. Es ist mittlerweile schon wieder schönster Sonnenschein. Wow. Wird das nie was? Die Sau soll doch mal stehen bleiben. Unglaublich, wie wir die Sau hier durchs nicht existente Dorf treiben. Oh, ahem. Schön, dass wir uns in der Zwischenzeit schon wieder voll geheilt haben. Kannst mal zulegen. Oh, verdammt. Wir hatten ihn fast. Die blockt mich nicht, ich will da. Lasst ihr mich hier durch, dankeschön. Ist ja wohl eine Ungeheuerlichkeit. Also den Sprung ist... Ja, den Sprung nehmen wir nicht. Wenigstens kriegt man hier was geboten. Kann ich so viel rum. Oh, hi. Alter. Jetzt bleib doch mal stehen. Wow, ich habe die Reflexe der toten Katze. So, hat aber gedauert. Auf zu Runde 2. Ich hasse diese Stelle. Gleichzeitig liebe ich sie aber auch. Antäuschen. Und vorbeiziehen. Ja. Ah, ich muss A drücken, damit er sich umdreht. Ist aber nett. Antäuschen. Und vorbeiziehen. Und das, was hervorragend funktioniert mit dem Vorbeiziehen. Tschüss, Fahrers. Wir sehen uns. Wow, das war ganz schön knapp. Da wären wir fast runter gesegelt. Ha, ich finde, Twilight Princess hat mit die besten Cutscenes überhaupt. Hi. Leal. Und die anderen? Dann ist ja gut. Betty, entschuldige. Ich wollte dich nicht schubsen.
Ich habe es jetzt endlich verstanden. Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden. So wie du, Lial. Aber es geht nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Lial, du hast mich gerettet, oder? Jupp. Unglaublich. Lial, du könntest sicher auch den Goronen in ihrer Mine helfen, oder? Jo. So, nachdem wir uns durch dieses kleine Abenteuer geritten hatten, was hat uns dabei bloß geritten? Beziehungsweise, wen haben wir da bloß geritten? Haben wir gut gemacht, ne? Aber wir können uns eigentlich auch noch mal kurz... Geht das, wenn wir auf dem Pferd setzen? Trägt sich das? Können wir uns trotzdem hier heilen? Ah! Es macht ja auch Sinn, dass man im Wasser geheilt wird, wenn man drin steht. Nicht, wenn man auf dem Pferd darauf sitzt. So, dann auf zur Mine. Beziehungsweise erstmal auf zu den Goronen. Aber da fällt mir ein, wir waren noch gar nicht auf dem Friedhof. Da gab es doch noch diese, Ich wollte gerade sagen, wollen wir da rückwärts reinpacken? Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ach, du hast Angst vor Geistern und Gräbern. Na, das verstehe ich natürlich. Möchte ich lieber hier bleiben und warten, ne? Ja, okay. Das verstehe ich natürlich vollkommen. Ist ja auch unheimlich hier. Da vorne. Eins. Und zwei. So. 50 Rubine. Nicer. Vielleicht sollten wir uns noch einen besseren Schild kaufen. In der Mine ist es sicherlich heiß und wir haben nur ein Holzschild. Oh, hi. Wie Tolkien von Colin. Dabei ist er doch sonst immer so ein Feigling. Aber er wird doch wieder gesund, oder? Oder? Aber ich frage mich, wo Maro sich herumtreibt. Dass er nicht mal einen Krankenbesuch bei Colin macht. Ist in den Laden gegangen und hat gesagt, er will sich da etwas aufbauen. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Du solltest ihm mal den Kopf waschen, Lial. Okay. Oh, ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Das ist der Laden. Der sieht zumindest so hell aus. Okay, da ist jemand aber sehr selbstverliebt. Hat er sich ein Krönchen aufgesetzt? Wow. Da zücke ich doch glatt mein Schwert. Das macht mir Angst. Hallo? Hallo, was ist das? Hey. Das ist doch keine Selbstbedienung hier. Das sind sehr wertvolle Waren. Wenn du etwas davon brauchst, bezahl auch dafür. Ich habe diesen bankrotten Laden hier übernommen. Du solltest auch etwas kaufen. Es kommt schließlich allen hier in Kakariko zugute. Oh, können wir uns sogar leisten. Na gut, Schätze, wir sind im Geschäft. Du hältst den Hylia-Schild. Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er ist aus Eisen und hält auch Flammen statt. Ein Held kann ich zwar nicht werden,
Aber immerhin gebe ich den Leuten in meinem Laden, was die wirklich brauchen. Dir auch noch so viel Erfolg und so. Viel Erfolg? Da. Ah, viel besser. Ja, viel Erfolg und so. Und, viel Erfolg mit den Finanzen und so. Gibt nicht alles aus für Eiscreme und so. Gott. Dass ein Kind einladen. Ja, das ist auch. Ich finde es auch unglaublich. Da fehlen mir die Worte. So, wir haben einen wunderbaren Schild. Wir sind startklar. So, und hier ist es mal wieder clever gelöst, dass wir da hochklettern müssen. Das heißt, wir können unser Pferd nicht mitnehmen. Ich glaube, die Lampe kann gerade mal kurz weg. Ein wenig unlogisch, dass das funktioniert. Ja, Faras, ganz meiner Meinung. Es ist wirklich zum Schnauben. Kuckuck! Hier bin ich! Ich bin zwar ein bisschen langsamer unterwegs, aber hey, lass dich davon nicht aufhalten. Was? Du schon wieder? Du kannst kommen, so oft du willst. Es nützt dir nichts. An mir kommst du nicht vorbei. Ja? Hi. Und bye. Vorsicht, Faras! Okay, dieses Pferd ist wohl aus einem, wir haben ein Wunderpferd. Yay. Und so. Hi. Bye? Hua! Den Winkel hat er aber sehr seltsam noch gekriegt. Wie der da gerade um die Kurve gegangen ist. Meine Güte, ich wünschte, das ginge Majora's Mask auch so. Wenn man sich da so rumrollt. Klettern wir oder klettern wir? Was für eine Frage. Wir klettern natürlich. Ciao. So, weiter geht's im Text. Den Abschnitt will ich zumindest noch hinter uns bringen, bevor wir aber mit dem nächsten Part beginnen. Hallo meine Süßen, ich muss hier mal durch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ciao. War nett mit euch. Ich finde euch, mein Herz ist auch Feuer und Flamme für euch. Au, auf den falle ich auch immer wieder rein. Immer in Bewegung bleiben. Bleib da einfach stehen, okay? Da vorne, siehst du den auch? Jo, alles klar, warte, ich werf dich hoch. So. Okay, und jetzt? Wow, tada, ich bin da. Schön, dass man uns das gezeigt hat. Wow. Das hätte mich treffen können. 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 Und der Große, der hätte mich auch treffen können. Verdammt! Das ist ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Todesberg. Naja, apropos Begrüßung, wir sind am Ende des Parts angelangt. Ich mache ja, ich stelle mich hier schön hin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich wie immer.